herzlich willkommen zur neuen Folge Off-Gruppe. So schnell kann's gehen. Gestern haben wir noch geglaubt, dass keine neuen Spiele erscheinen. Und heute gibt's schon Resident Evil Revelations. Das hat netterweise der Sven mitgebracht und stellt uns das zur Verfügung. Ja, der hat nämlich Connections zur Lasterfahrergewerkschaft. Und da hat es schon vor dem Veröffentlichungsdatum bekommen und stellt es uns jetzt zur Verfügung zum Auspacken. Neugierig wie er ist, guckt euch das mal an. Also so geht's ja nicht. Hat er schon reingelinst? Sven? Sei nicht so frech, sonst sage ich deiner Mutter heute Abend, dass du wieder so böse zu mir warst. Ja, sehr lustig, Sven. Ja, so bin ich. Aber wir tragen es ihm auch nicht nach, weil er hat versprochen, dass der Rest noch im Originalzustand ist. Und das zeige ich euch jetzt. So. Mal ranschwenken. Also erstmal, so sieht's hinten aus. Total unspektakulär. Hässlich nennt man das auch. Das ist vorne. Und ihr seht schon, da ist nicht nur ein Spiel drin, deswegen hat es auch so eine große Packung. Nein, es ist auch ein neues Zubehörteil, nämlich der sogenannte 3DS Circle Pad Pro. So. Und das zeige ich euch jetzt alles. Als erstes hole ich das Kleine raus mit dem Spiel. So, jede Menge tolle Anleitung. Schauen wir mal. 3DS Software Hard Lighting scheint ostdeutsch zu sein oder norddeutsch oder sowas. Gell? Und hier, was haben wir da? Die Bedienungsanleitung in Deutsch. Extra für dich mit Bund. Und hier darf nur einer reden, Sven. Und bunt, ja. Ganz bunt. Alles begann mit Chris Redfields Verschwinden. Na dann, die Geschichte passt auf eine Seite. Das finde ich beim Spiel schon mal sympathisch. Die Charaktere, die Steuerung, das Spielsystem, alles bekommt ihr erklärt, damit ihr auch richtig loslegen könnt. Und hier haben wir noch mehr ausländische Anleitungen. Wer braucht denn das? Und jetzt hier noch die Anleitung für das Circle Pad, damit ihr auch wisst, wie man den Analogstick mit dem Daumen bedient, braucht man halt hier schon mal eine 85 bis 90-seitige Anleitung. Hervorragend, Nintendo. Ein bisschen geht nie mehr damit schon auf den Geist mit ihrem Anleitungsfetischismus. Aber ach, so ist es halt. So, und jetzt hier das Spiel. Tata. Vorne und hinten. Das sieht ja hübsch aus. Und da seht ihr auch, die neuen Nintendo-Hüllen, die haben alle so Löcher, um Plastik zu sparen. Und wenn die Firma cool ist, die das Spiel herstellt, dann drucken die hinten auf die Cover noch irgendwas, dass man dann durch die Löcher sehen kann. Ja, Capcom und Nintendo, die sind halt cool. Und hier die Karte mit Resident Evil, dem neuen, schon dem zweiten für 3DS. Ab 16. Morgen bei eBay. Gell, Sven? Ja. So, und hier haben wir noch mehr Anleitungen. Anleitung, also echt Anleitung, Anleitung. Niemand braucht so viele Anleitungen. Und der Pin für den Nintendo Club, für Sachen, die ihr nicht braucht. Bildschirmschoner und so ein Kram. Aber was euch hier bestimmt noch mehr interessiert, ist dieses viel gerühmte neue Pad, das aus dem 3DS eine vollwertige PS Vita macht. Nein, aber zumindest einen neuen Stick hier dran baut, den braucht man auch für das Revelations und auch für Monster Hunter und so. Ja, den zeigen wir am besten mal. Sven, der 3DS. So, der 3DS. Und der kommt hier einfach tschakalack da rein. Passt wie angegossen, wenn man ihn richtig reinmacht. Also man muss ihn richtig rum reinmachen. So. Dann klappe ich es auf und er sagt mir, die Karte wurde entfernt. Ja, muss man natürlich das Spiel noch reinstecken. Und vor allen Dingen, man muss auch eine Batterie hier hinten rein tun, damit es auch schwerer wird. Ja, dann kann man auch tolle Bilder hier von der Mutter vom Sven hier drauf machen und sich auf den Tisch stellen. Das ist wie ein Fotoalbum. Fantastisch! Ja, könnt ihr dann selbst ausprobieren. Den Kram hier, den kann der Sven gleich wieder zusammenbauen. Freut er sich bestimmt, gell? Juhu! Und ihr nicht vergessen, hier draufklicken und abonnieren. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Off-Gruppe. Ciao. Link doch mal rechts.